Wir zeigen euch heute einen idyllischen Gartentraum mitten in einem Wohngebiet in einem Vorort von Stuttgart. Hier stehen Stauden im Mittelpunkt. Deshalb verraten wir euch heute 10 Fakten über Stauden. Fakt Nummer 1: Beetideen. Die Ideen der Beetgestaltung sind so entstanden, dass man das elterliche Grundstück, das hier ursprünglich schon bestand, oder das Haus, das bestand, das abgerissen wurde, neues Haus gebaut wurde, dass man ein bisschen was mit rüber rettet an der alten, also als Kontrast zur modernen Architektur. Man hat hier absichtlich mit Trockenmauern gearbeitet, die aus 4 oder 5 verschiedenen Steinen entstanden ist, die die Kundin teilweise auch selber ausgesucht hat. Wir waren wirklich in alten Steinbrüchen, haben da geschaut. Das ist ein vorwiegend Sandstein, verschiedene Arten, Muschelkalkstein, Vulkantuffstein, also dass man wirklich so ein buntes Bild hinbekommt. Und das Kleinklima, das in so einem Senkgarten, nennen wir das, weil es eben so nach unten geht, auf mehreren Ebenen entsteht, ist sehr wertvoll. Die Steine erwärmen sich tagsüber, geben abends die Wärme wieder ab und dadurch kann man eben auch ganz tolle Pflanzungen kreieren. Fakt 2: Pflanzzeit. Wann pflanzt man Stauden? Pflanzt eure Stauden am besten im Herbst oder Frühjahr. Vorhandene Pflanzen könnt ihr einfach teilen und an einem anderen Ort wieder einpflanzen. Fakt 3: Kombination. Welche Stauden passen gut zusammen? Besonders schön ist es, wenn die Farben der Stauden aufeinander abgestimmt sind. Wer beispielsweise rote Rosen hat, kann sie gut kombinieren mit dem Purpurglöckchen und dem Frauenmantel. Er ist ein beliebter Bodendecker, da er schnell dichte Bestände bilden kann und sehr lange blüht. Aber auch das Blaukissen und die Iris sind tolle Beetpartner. Eine geschickte Kombination von Blüten und Blattformen bringt Bewegung in das Zierbeet. Fakt 4: Bienenfreundlich. Welche Stauden sind besonders bienenfreundlich? Bienenfreundliche Stauden sind zum Beispiel Lavendel, was wir hier einige finden. Wir haben Storchschnäbel, sehr schöne kleine Blüten, die Bienen unheimlich gern mögen. Auch die Mauerpflanzen, wie vorher schon mal erwähnt. Die Blaukissen, sehr üppig, auch schon früh im Frühjahr. Also da ist einiges da, wo die Bienen sich sehr wohlfühlen. Fakt Nummer 5: Blühfolgen. Zum Thema Blühfolge ist es ja immer das Ziel, dass das ganze Jahr was blüht. Da fängt man natürlich im Frühjahr an mit Zwiebelpflanzen, das ist klar, Tulpen, Narzissen etc. Dann kommen schon bald die Pfingstrosen, sind hier auch einige vertreten. Und dann geht es schon langsam über in die Hortensien, die Rosen. Die Rosen gehen auch wirklich bis in den Herbst hinein, die Hortensien genauso. Fakt Nummer 6: Pflegetipps. Welche Pflege benötigen Stauden? Ihr solltet Unkraut regelmäßig entfernen. Das bleibt eine Daueraufgabe, bis die Oberfläche des Bodens durch Bodendecker geschlossen ist. Außerdem mögen Stauden es, wenn sie regelmäßig ausgeputzt und zurückgeschnitten werden. Fakt Nummer 7: Die Bodenpflege. Bei der Bodenpflege solltet ihr die Erde zwischen den Stauden regelmäßig auflockern. Für eine optimale Entwicklung der Pflanze solltet ihr ab und zu den Boden verbessern. Beispielsweise mit Kompost aufbereiten und düngen. Fakt Nummer 8: Vermehrung. Wie werden Stauden vermehrt? Die häufigste Variante ist eigentlich das Teilen der Stauden. Stauden wachsen natürlich, bekommen Breitenzuwachs und man möchte ja dann irgendwie den Platz auch den Pflanzen geben können. Das heißt, die Pflanze ausgraben, relativ rigoros mit dem Spaten teilen, halbieren oder auch vierteln, je nachdem wie groß sie ist. Und dann kann ich die einzelnen wieder reinsetzen. Das ist die üblichste Form der Vermehrung von Stauden oder natürlich auch durch Stecklinge. Fakt Nummer 9: Winterschutz. Also man muss eigentlich keinen besonderen Winterschutz bei Stauden vornehmen. Ein sehr harter Winter kann schon mal dazu führen, dass eine Staude zurückfriert. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Die kann man dann noch ein bisschen im Frühjahr ein kleines Stückchen zurückschneiden. Sie treibt dann wieder aus. Viele Pflanzen, Gräser zum Beispiel, lässt man wirklich über den Winter stehen. Die Halme sind dann schon tot, aber sie sind noch sehr dekorativ und schneidet sie dann im Frühjahr zurück. Und Fakt Nummer 10: Staude des Jahres 2021.
Ja, die Staude des Jahres 2021 ist die Schafgarbe. Sehr blütenreich, unkompliziert, kennt man vielleicht noch aus Bauerngärten, lässt sich aber durchaus auch in einen modernen Garten integrieren. Ist einfach eine wunderschöne heimische Staude, die den Titel durchaus verdient hat. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.